Leute, heute sind wir wieder zurück in einer freshen neuen Folge Minecraft-Freunde. Und jetzt seht ihr es auch. Es sieht ein bisschen komisch aus, denn wir sind nicht in normalen Minecraft-Freunde. Wir sind hier in Minecraft-Freunde in Lego. Das heißt, ich zeige euch jetzt die ganze Minecraft-Freunde-Welt in Lego. Das ist übercool. Guckt euch das mal an. Das ist Weizen. Das hier ist Weizen. Wir gucken hier uns die komplette City mal an. Ein paar Sachen sehen natürlich ein bisschen komisch aus, weil das so nicht in Lego gibt. Ausschreibung ist ganz wild geworden. Okay, aber man erkennt es noch. Wir sind hier auf jeden Fall gerade auf dem Marktplatz. Hier sind Azaleenbüsche und das hier ist unser Lagerfeuer und unser kleines Bett. Ey, wir können jetzt ein komplettes Update machen. Bloß, dass es halt in Lego ist. Das ist unser Axolotl, der gerade rückwärts breakdanced. Zuckerrohr sieht so aus. Boah, Eieieiei. Und das hier, Leute, das ist unser Haus in Lego, in Freunde. Okay, gucken wir mal unser Feld an, ne? Als erstes von außen abchecken. Das hier ist Weizen, das müssen wir auch mal hier ein bisschen farmen. Habe ich daraus kein einziges Weizenkorn bekommen? Ich glaube, ich spinne. Ach nee, die Weizenkörner, die sehen so aus. Oh mein Gott, das hier sind Karotten. Aha, die pflanzen wir jetzt auch mal wieder an. Okay, die Tomatoes, ja, das ist eine andere Textur. Oh mein Gott, richtig cool. Okay, dann gehen wir mal rein in das Haus. Boah, von innen, oh, wild. Wild auf jeden Fall. Die Tür, boah, die ist auch richtig breit. Hä? Als ob ich hier durchpasse. Ja, moin. Okay, die Tür ist ein bisschen komisch. Okay, ja, so weit, so gut. Die Decke sieht ein bisschen komisch aus. Aha. Und das hier ist die Leiter, die hätte ich fast übersehen. Gucken wir mal nach. Das ist eine Falltür hier drüben. Habe ich ja gar nicht gecheckt. Hier oben sind unsere Bücherregale. Sehr, sehr nice. Die Fackeln sehen auch wild aus. Das sind mein Hund und Five. Aha, unser Bett. Oh, unser Bett ist ja schön gemütlich. Oh, wir können sogar darin schlafen. Ist das schön. Unser Aquarium hat ein bisschen gelitten. Das sieht nicht mehr so nice aus. Aber ich finde, unser Haus ist stabil. Ist Lego approved. Das sieht nice aus. Smash auf jeden Fall zu diesem Haus hier. Hier ist der kleine Balkon. Jetzt gucken wir mal runter in unsere kleine Lego-Minecraft-Welt. Oh, es ist süß. Es ist sehr, sehr süß. Oh mein Gott. Ich habe mich verlaufen. So, die Tür machen wir zu. Welches Haus gucken wir uns als nächstes an? Das von Fabi. Ja, das von Fabi sieht sehr Lego-mäßig aus. Die Treppe sieht ein bisschen komisch jetzt aus. Aber naja, hier kann man auch schön runter gucken. Wunderschöne Lego-Welt. Boah, wenn man hier so durch das Dorf durchspaziert, ist schon gemütlich, würde ich sagen. Ist schon sehr gemütlich. Jetzt gucken wir mal Bens Haus an. Ja, von außen, ja, das hat noch keine Textur. Sein Axolotl. Oh, wie süß. Kleine Algen sind hier drin sogar. Die sich hier sogar, glaube ich, bewegen im Wasser. Okay, von innen ein bisschen unspektakulär. Die Kiste sieht ja mal cool aus. Und hier ist wieder eine Leiter. Oha, hier ist ein richtig heftiges Kistensystem. Boah, so sieht eine Base aber richtig aus. Hui, hui, hui. Den Ofen haben wir gar nicht abgecheckt. Hä, hier kann man rausgucken. Ist das ein Bug? Sehr komisch. Okay, dann gehen wir hier wieder hoch. So, zack. Das Bett sieht auch sehr, sehr niedlich aus. Mit kleinen Kopfkissen sogar. Sehr süß. Okay, der Wald ist aber eigentlich auch ganz hübsch hier. Und vor allem dieses Weizenfeld hier. Ohne Witz, ich finde das richtig schön. Ja, Ebros Haus ist auch ein bisschen Ebros bescheidene Bude. Naja. Hat auch viele Blöcke verwendet, die noch nicht umtexturiert worden sind. Oh, von innen? Hä? Warum sind hier so viele Fackeln? Ist das normal? Oh, die Treppe ist nice. Die Treppe ist richtig nice. Das Feld müssen wir uns gleich angucken. Und das Portal! Guckt euch mal Ebros Portal an. Das sieht ja so cool aus. Hier ist ein kleines Minecart und hier ist noch mehr von Ebros Kistensystem. Ganz, ganz, ganz wild. Hier ist Ebros Bett. Oh mein Gott. Hier ist Ebros Bett. Das ist ja richtig funny. Wie in Lego zusammengebaut. Stellt euch mal vor, es gäbe ein echtes Lego-Set mit... Ah, das ist Ben. Das ist Ben. Hallo, Ben. Ich bin gerade in Lego. In Legoland? Ich bin im Legoland. Ja, im Lego-Freundeland. Benson ist jetzt auch am Start und Teil unserer Lego-Gang. Guck mal das Getreide an. Das sieht so cool aus. Ich habe es auch gesagt, das ist das Coolste hier, finde ich, bis jetzt. Ich finde die Sonnenblume, finde ich, aber auch übernice. Also, ich finde die voll hübsch. Die sieht echt hübsch aus, ey. Ich war drüben bei Gambo noch nicht. Die Ausschreibung passt irgendwie ziemlich gut hier ins Bild, ja, finde ich. Passt zu dem Lego-Style.
gut, dieses, Stacheldraht ist Stacheldraht. Naja, gibt's bald auch in Lego. Ich will mein Haus auch mal von innen sehen. Meine Kaum riecht gaga aus irgendwie mit Lego. Ja, das ist nicht so. Aber das Aquarium finde ich ganz hübsch jetzt. Die Truhe ist auch nice, oder? Ja. Und die Sounds sind nice. Geil, oder? Ist mega. Oh, was ist das denn? Eine Werkbank. Oh, cool. Kommen Sie mal mit, können Sie rausgucken. Das ist unsere neue Kartoffelstation. Habe ich schon gesehen. Ja. Von Ebru. Aber brauche ich ja nicht. Ich mache daneben eine konkurrierende Gemüsesuppen. Gemüsesuppenstation. Dann werden hier alle versorgt. Ich muss mich gar nicht mehr um Essen kümmern. Kaninchen. Oh, die gibt. Oh, ein Kaninchen gibt's noch. Wieso hat denn hier jemand nur eins drin gelassen? Ja, weiß nicht. Nee, es sind zwei drin, die nach. Ach so, Entschuldigung, kann ich zählen. So, dann gucken wir uns mal hast das Zelt. Hast du schon Logos neues Haus gesehen? Logos neues Haus. Also nicht Haus, die Außenstelle. Hallo? Oh. Hallo? Nina, du musst das so machen. Hallo? 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 Wir haben gerade Mittagspause. Schade. Naja, aber das ist ein nices Lego-Haus. Aua, aua, aua. Ich habe ja ganz das Lagerfeuer übersehen. Das von Gambo ist irgendwie ein bisschen naja, schief genau geworden. Genommen ist es von dir. Ich denke, Logo hat das abgefackelt. Nein, das ist ach, Elina, wir haben ja gar nicht mit Logo geredet. Doch, ich habe mit Logo kurz geredet. So. Ich war die ganze Zeit gemutet. Ich habe es ganz gecheckt. Ja, ich denke, Logo hat das abgefackelt und dann irgendwie neu gemacht. Aber es ist schick hier bei Gambo, finde ich. Hast du ja auch gebaut. Habe ich gut gemacht. Ja, wir müssen mal Chaosflohs Haus angucken. Das ja, sieht ein bisschen krass oder aus. Guck mal hier, das Haus von Fabo. Ja, das muss jemand gebaut haben, der eine Lusche ist. Eine Lusche? Hä? Das sieht doch überfresh ja, aus. Geil aus. Geil sieht doch auch, warte, von innen. Mhm. Oh, hier wurde umdekoriert, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht vergucke. Hier der oben. Hatte doch so einen geheimen Keller. Wo ist denn der? Da ist irgendwo eine Falltür. Warte, die war genau hier. Hä? Moment, hier ist keine Falltür mehr, Ben. Hier war eine Falltür. Hier ging es runter. Ein Weg. Was ist das für Stoff? Aua. Ja, hier ist sein geheimes Ding. Oh, hier ist er doch. Aber ist halt nichts drin. Kacke, jetzt müssen wir wieder hochkommen. Bin wieder oben. Ey, die Sounds sind auch so süß. So, als wären wir nie da gewesen. Ich will oben nochmal gucken. Hat da oben irgendwie sich eingerichtet? Hast du Sand? Kein Stück. Nee, Sand habe ich leider gerade nicht dabei. Oder welcher Block das hier auch immer ist. Oh, hier sind schon ein paar Kisten. Nee. Ah, hier ist auch sein Bett. Das ist ein Wegblock. Oh. Ah, und hier kann man rausgucken. Boah, Ben, ich muss mich mal kurz pennen legen, bevor wir Flohs Haus angucken. Das sieht überkrass aus. Also, das wird überkrass aussehen. Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Ben, bist du noch da? Ah, da bist du. Komm mit, Bratpfannenman. Boah, auch so das Gelände sieht voll cool aus. Und die Geräusche, dieses auf dem Boden klickern. Da ist Chaos Flohs Melonenhaus und da ist Isis Haus mit Regenbogen im Hintergrund. Gar nicht so anders aus, sein Haus. Ja, das sieht relativ gleich aus. Aber von innen vielleicht ein bisschen anders, aber ich glaube, er hat relativ boah, viele. Boah, das sieht schon krass aus. Flo, was hast du denn da gemacht? Ab geht's nach oben. Hä? Hier ist ein Endermann. Guck mal, der hat auch einen Grasblock in der Hand. Ein Lego-Grasblock. Wohin weg, Ben? Oh. Oh, verdammt. Da der ist jemand. Weg. Ich glaube, das ist Logo. Alter, war das ein krasser Jump. Apropos erkunden, da kann ich dir was zeigen. Wow. Ah. So, führst du mich hin? Das ist mein deinem Haus? Findest du mein Geheimversteck hier? Geheimversteck? Oh nein, der hat hier auch eine zweite Außenstelle gebaut. Eine Außenstelle? Das ist voll schwer, weil ich bin gerade in Lego drin. Ja. Frage. Hm? Ich habe da unten einen Bauernhof entdeckt. Was wird denn das? Bauernhof? Ja, die hat da einen Bauernhof gebaut. Ja, das wird eine Hühnerfarm. Aber weil wir ja bloß nicht genug Hühner haben. Ja, die Hühner müssen ja auch irgendwann mal. Wo ist denn der Hühnerstall? Soweit kann ich nicht gucken. Ich habe nur noch eine Viererreichweite. Haha, Logo, siehst du nicht hier überhaupt. Da ist auch ein Baum gerade davor. Wo bist du denn? Na, soweit kann ich noch gucken. Ich habe jetzt. Wo? Von hier siehst du es. Warte, ich gucke. Das ist direkt hier hinter dir. Ah, ja, das sehe sogar ich mit meiner Reichweite. Ja. Darf ich auch mitzu? Ja, Ben. Aber ist halt alles Lego, das macht es jetzt auch nicht einfacher. Muss ich einen Block abbauen, um es zu finden? Ja, du musst alles, es ist wie bei Ben mit dem Rätsel, es ist sehr gut versteckt. Ich musste wirklich halbe Ödland umflügen. Nee, ich meine das erste mit den Karten, wo die im Dachstuhl versteckt waren und du es nicht gefunden hast. Ach so, ja.
Boah, das macht das Ganze noch mal ein bisschen schwieriger, wenn man hier in Lego ist. In der Lego-Minecraft-Freunde-Welt. Vielleicht auch im Dachstuhl auf dem. Oder auf dem Dach. Hey, wie soll denn das? Das wäre doch total weird. Das ist schon unten im Erdgeschoss. Ich baue doch oben keine Geheimbase rein. Wo soll ich denn die hier reinzimmern? Hier so hinter dem Regal. So. 2x2 in der Wand wohnen. Oh, ich komme endlich die Treppe. Es muss ja was nach unten sein. Es muss wahrscheinlich irgendwie so eine Art Falltür, glaube ich, sein oder so. Jetzt bestimmt muss man einen Blocker bauen. Oder man muss eine. Warte. Mist. So nah und doch so fern. Wenn du es nicht findest, bleibt die Base für immer. Elina? Ich habe gerne Mitbewohner. Oh, warte, hier sind Kartoffeln. Elina? Ja. Wollen wir mal den Block hier abbauen? Welchen? Ja, bau den doch ab. Hier. Bau doch ab. Ja, dann bauen wir ab. Bau den auch mal ab. Nee, nur den ersten. Der erste Block wird abgebaut. Da muss man noch drüber reden, nämlich. Über was? Ja, ja, na, über das, was da ist. Wo hast du das denn gesehen? Das habe ich dir schon erzählt. Ich habe beim Farm bin ich da drüber gestolpert. Da, ach so, hier Haus. Farmt man auch. Hier kann man Kohle finden, da meinst du? Da bin ich dann rausgekommen. Ja, 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 habe ich schon das ein oder andere wertvolle sogar Stück ist Logo gefunden. Mein Zeuge, der war sogar dabei. Echt? Ja, als wir diesen geheimen Hexenkeller gefunden haben. Hä? Warte mal. Ja, komm. Digga, das ist wirklich jetzt so einfach. Nein, nein. Wo diese 30 Reparaturbücher der Kiste waren. Ah, aber da, hä? Was hat denn das hier mit dem Haus zu tun? Das war unter deinem... Ja, es gibt, ja, ja, aber es gibt hier einen Zugang. Außerdem, Ben, wenn du schon so schlauer Meier-mäßig tun musst, dann war es dieser Block hier und nicht verdammt. Der andere. Scheiße. Ist aber krass, ne? Da ist schon was versteckt. Und ich habe trotzdem noch Platz gefunden, noch meine Geheimbase hier zu verstecken. Meine Geheimbase. Okay, aber ich sagen, reißen jetzt den ganzen Boden. Warte. Ich hab einen Plan. Moment. Du musst aber den richtigen Zugang finden. Aber ich habe aus Versehen Zugang gefunden, Mann. Hä? Aus Versehen Zugang? Ja, hier. Ich will auch. Hier ist ein Riesenkrater. Hier. Hä? Ach, das hier, aber das kennen wir doch schon. Nee, meine Geheimbase würdet ihr wirklich erkennen. Das ist explodiert, Elina. Ich weiß. Das ist Gambo da reingelatscht? Nein, das Problem ist, Gambo war da sogar auf dem Server in dem Moment. Aber ich stand auch in meinem Haus. Das war ein Mob, weil wir das nicht ausgeleuchtet haben. Oh, Manometer, das war so eine gute Falle, ey. Ihr findet das niemals. Also, dann haben wir inzwischen schon zwei Geheimbases hier. Wie lächerlich, Elina. Das Haus ist einfach voll mit Geheimbasen. Die ist voll ausgestattet. Also, es ist jetzt nicht nur, als ob ich mir hier so ein Dirtloch gegraben habe. Voll ausgestattet? Ja, voll ausgestattet. Unter der Matte. Kann ich jeden Block hoch? Warte. Nein. X-Ray hier durch. Oh mein Gott, ich sehe es auch. Ich auch. Ihr X-Rayt einfach. Aber ich sehe die Base nicht, siehst du sie? Ich sehe den Tunnel, über den wir gerade gesprochen haben. Da links das von Gambo sehe ich. Ja. Man hat aber nur so ein billig X-Ray, leider. Hier hat man, glaube ich, auch ein kleines X-Ray. Hat man da nichts gesehen? Nee, da hat man ein X-Ray gesehen. Mann, ey. Ich kann es jederzeit auflösen, aber... Nee, das war ich selber. Also ich bin jetzt gerade in meiner Geheimbase. Was? Ja, wo denkt ihr denn, wo ich sonst bin? Weiß ich nicht. Irgendwo auf dem Klo. Logo, gib mir einen Tipp. Einen Tipp? So heiß-warm-mäßig. Okay, warte. Pass auf, hör gut hin. Oh, das war da irgendwo bei der Küche, oder? Ey, ich hab's auf zwei verschiedenen Seiten gehört. Ja, irgendwie war's komisch. Hier, Mist. Ich denke, das war Richtung Küche. Ich hatte hier so ein Regal gesehen, da sind zwei Kartoffeln drin. Ich hatte auch die Vermutung, dass es irgendwo... Ben baut sich einfach rein, anstatt den richtigen Zugang zu finden. Was ist denn geil? Ich hab's doch richtig gehört. Oh Adelohr Benson. Wieder, warum baust du die Kiste ab? Das war meine eigene. Ich weiß auch nicht. Alter, der hat hier. Das ist aufwendiger als das Haus, was der hatte. Oh nein, ich hab ein Fass abgebaut. Ja, dann muss jetzt eine Truhe erstmal hinhalten. Ja, okay, dann komme ich jetzt auch hier einfach rein. Oh, die schönen Paneele. Entschuldigung. Hier ist es. Ja, hier Ben hat das andere im Inventar. Das hier ist der Regal? Das hier ist das Eigentliche, wo man reinkommt. Warte. Ach, ich bin so dumm, als ob ich hier nicht an die Ecke gucke. Ich stehe die ganze Zeit hier und drücke hier diese Falltür. Aber es war auch schwer mit Lego. Ja, aber das ist das Einzige, was nicht Lego ist. Boah. Honig. Wein? Ist das Wein? Ich habe den Block nicht, der hier fehlt. Denn ja, machst du hier mein Haus alles, was das Herz begehrt. Brett. Da lausche ich immer den geheimen Meetings. Hier fehlt ein Brett. Ach, warte, ich hol dich. Also, Mich? Drei trägst du mich? Ich hol dich ab. Ja, okay, Moment. Wie war das? So? Nee, da fehlt ein normales Brett hier. Normales Eichenbrett. Nee, das ist ja im...
Nee. Doch, haut doch hin. Ja, okay, ich sehe es nicht. Ich, keine Ahnung, was das für Blöcke sind. Nee, das haut hin. Ich vertraue euch da, Leute. Wir gehen jetzt zu Easy. Lass mal Easys Haus abchecken, Ben. Wow. Du läufst mal den falschen Weg. Mann, meine Bisons sind weg. Wer war denn das? Ich war das nicht. Ja, du nicht. Wir haben die übel aufwendig dahin gebracht. Warte, wir können auch mal Ryans Insel abchecken. Boah, die Kürbisse sehen richtig lustig aus. Okay, hier hat er auch noch ein paar Blümchen hingemacht. Er hat sogar eine richtige Klingel, glaube ich. Oder was ist das hier? Das ist ein Knopf. Das ist ein Knopf, der ist riesig. Oh, hier ist ein Kamin, der sieht aber fresh aus. Hier ist sogar ein Teppich vor seinem Bett. Der hat Toto. Wie heißen die nochmal? Tasmanischer Teufel. Ja, genau. Mit dieser Goldtür? Sieht das nice aus. Hat der jetzt was in seinen Fässern versteckt? Er hat mal gesagt, der wollte da ein Geheimversteck draus machen. Natürlich klug, dass man das rum erzählt. Alles clean. Nein, ich hab's nur instant geöffnet. Dann hat er sich nochmal anders überlegt, glaube ich. Warte, die Bühne, Ben. Ja? So sieht die Bühne aus. Weißt du nicht, dass ich in diese Lautsprecher was reingemacht habe? Ich weiß, Elina stinkt. Sperkerblock, Gogo Gaga. Okay, das war ich nicht. Ich hatte Elina stinkt drin. Sperkerblock, Elina ist super doof. Toll. Okay, Ben, zeig mal dein Talent. Boah, Mucki sitzt gerade auf meiner Schulter. Okay, danke schön. Ich stell's mir vor. Okay. Bin nervös. The stage is yours. Hi, the hip hop, the headed, the head. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hätte ich jetzt eine verrottete Tomate hier, ey, dann würdest du eine Tomate an den Kopf bekommen. So, Easys Hütte. Das Dach sieht sehr krass aus. Aber wir können nicht reingehen, Elina. Ja, stimmt, wir können ja nur von... Junge, guck dir das mal an. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Die wegzuschleppen wird sie brauchen, ey. Nein, ich helfe ihr dabei. Deswegen habe ich ja die auch den Hühner. Die ist ja Veganerin, sie darf die nicht töten. Ja, und deswegen habe ich ja auch den Hühnerstall gebaut, damit die halt ein neues Zuhause finden. Guck mal, hier ist diese Blume drin, die ich brauche. Sporenblüte. Hä, Moment mal, kannst du nicht auch einfach mit Knochenmehl diese Sporenblüten duplizieren? Geht das? Vielleicht. Wie das wird er? Kennst du den Song? Ja, Last Ketchup. Ja. Ich hatte so einen Tanz zu. Das war so ein richtiger TikTok-Tanz, nur halt vor 20 Jahren. Ja, so mit diesen Händen über Asel. Das könnte man eigentlich wieder hypen. Ganz ehrlich, jetzt könnte es wieder trendy sein. Kommt man hier nicht raus. So ein Loser. Ich mache hier Jump'n'Runs. Ich hatte davon, von diesem Last Ketchup-Song, hatte ich no joken, ein... Da gab es damals Radio so ein Mac. Yeah. Ja. Hatte ich doch auch vom Happy Meal. So ein Aber ich habe das mir. Ich habe das geschenkt bekommen, tatsächlich von jemandem, der das halt irgendwie doppelt hatte. Konnte mir damals nämlich Mac nicht leisten. Das hängt. So, ich habe Knochen hier. Aber nur 12. Ja, aber wie viele Blüten willst du denn haben? Eine brauchst du doch, oder? Eine, ja. Ich glaube, das reicht. Aua. Wenn das geht, Elina, schenke ich dir nichts. Aber ich freue mich. Schenkst du mir dann auch ein Straddleboard? Na, also wenn das mit Looting 3 geiler geht, weil die Droprate ist halt bodenlos, ne? Ich musste 20 killen oder so für 4 Stück. Und die stehen jetzt nicht an jeder Ecke. Okay, hoffentlich klappt das jetzt. Aber also, wo soll die denn jetzt spawnen? Da gibt ja gar keinen Block. Nee, die droppt dann einfach so. Einfach rechtsklicken. Oh, geht nicht. Nee. Na, so eine Kacke. Ja, sorry. Warum habe ich 18 Spiegeleier im Inventar? Ich weiß es leider nicht. Vielleicht hast du meine... Ah, wegen deiner Kiste. Das gehört dir, Elina. Ach so, lecker nee, das Spiegelei. Geht. Ich habe übel viel Kram von dir. Ach so, sorry. Nee, ich müsste jetzt nicht klauen, ne? Nee, das kriegt man nicht so einfach. Problem ist, dass Easy und Logo die eine Höhle, die wir gefunden haben, beziehungsweise die du gefunden hast, halt voll leer geräumt haben. Jetzt gibt's keine mehr. Echt? Keine einzige mehr? Nee. Ich versuche eine zu finden für dich, Ben. Boah, sieht wild aus. Easys geheime Base. Na, von innen ist sie natürlich ein bisschen... Huch. Ach so, das hast du gerade gedrückt. Warte mal, Lina, komm mal mit. Was denn? Ich war hier nämlich auch in eurem Geheimgang drin, aber ich kann mich... Warte, hier, oder? Nee. Ich kann mich nicht erinnern, wo man da rausgekommen ist. Man muss auf jeden Fall irgendeinen Namen mit Tissblock abbauen. Tja, davon hat Easy ja nur ein paar. Ja. Aber hier, Verzauberungstisch, sieht auch wieder nice aus. Das Nether-Portal, das sieht auch richtig crazy aus. Hier sind, glaube ich, auch Pilze oder so. Hier ist ein Eingang, Ausgang. Richtige Todesfalle. Ja. Warte, hier geht's wieder raus. So. Aber warte, wir können doch auch mal in Nether mal gucken. Einfach mal luschern. Tipptopp. Hat sie ein super Portal. Das Portal ist optimal. Ich gehe mal den falschen Weg. Hier geht's raus. Oh, warte, ist vielleicht ihr Minecart hier? Steht das hier ready? Ja, ich fahre mit dem Minecart nach Hause. Und... Yippie!
von hier kann ich es auch nochmal angucken. Ups, hier sind Hühner auf der Strecke. Na, wie kommen die denn hier hin? Hühner auf den Gleisen, die breakdancen. Nein, das Hühnchen lässt mich hier nicht durch. Meinst du, sie ist sauer, wenn ich hier so eine Blume klaue? Vielleicht fällt sie auch nicht auf. Mann, doch, die Zuschauer werden es ja direkt verraten. Lass doch mal an dem neuen Bauernhof vorbeigucken, an der neuen Chicken Farm. 360. Die Chicken Farm habe ich gebaut. Ich weiß, was du mir erzählt. Ist ein Bauernhof. Sieht auch geil aus. Hier ist ein Futterkrug für die Hühner. Den hat nur die Tiere. Hier ist ein Wasserhof. Lol, der Zombie sieht auch anders aus. Und ich brenne jetzt. Aber lass jetzt mal in Nether Ben. Das wird cool aussehen. Oh, warte, das Café steht da ja auch. Und der Gerichtssaal. Auch noch zwei Gebäude, Mann. Da findet morgen eine große Wahl statt. Oh ja, stimmt. Wow, das sieht echt stabil aus. Kann sich sehen lassen. Ja, von einem nächster Termin, Ende. Wahl der neuen Minister. Was denn für Minister? Ich dachte, wir machen Richter und ja, ich brauchte Polizist. Irgendwie einen Namen, aber ich wusste keinen Sammelbegriff für... Wie hast du das? Jo, das Café sieht ultra krass aus. Wie habe ich was gemacht? Dass die so schweben auf diesen Säulen. Das ist ein Podest. Und wenn du da Sachen drauf rechtsklickst, dann schweben da die Sachen drauf. Oder halt du sneakst und rechtsklickst und dann sind da Blumentöpfe drauf. Ben, geh mal kurz auf die Anklagebank. Hier. Nee, da drüben. Da vorne ist der Angeklagte und der Kläger. Ich möchte Sie fragen, warum Sie meinen Kanal noch nicht abonniert haben oder das Video geliked haben. Ich habe abonniert, das ist eine Lüge. Ich werde eine Reverse-Klage einreichen und Sie in den Knast schicken, brauche ich dran. Da sind sie sprachlos. Lüge, Lüge, Lüge! Lüge, das gibt eine Rüge! Das gibt eine Bratpfanne! Ey. Guck mal, hier ist unser Todesdings. Da liegen auch ein paar Leichen. Junge, da liegen 10 Skelette. Aber das. Boah, das Café sieht übel aus. Das Portal ist kaputt. Was? Hast du ein Feuerzeug? Ich hab keins mit. Nein, ich hab nie ein Feuerzeug dabei. Oh, wir hatten das Portal kaputt gemacht. Ben, warum machst du das? Ich warte es nicht. Warte, ich habe ein Feuerzeug. Hast du eins? Hä? Ich habe auch eins. Ich habe aber auch eins. Aber ich habe auch eins. Boah, ja, dein Weg ist kürzer. Das ist ein Cheat. Hier ist es schon. Hab's. Scheiße. Bin noch nicht mal in meinem Haus. Ey, diese Geräusche beim Laufen. Aber warte, ich muss noch mal in das Café reingehen, weil das sieht wirklich so cute aus. Ohne Witz, das ist voll das süße Café. Das sieht viel schöner aus in Lego als in Real Life. Also als in Minecraft Real Life. Och man, das ist voll hübsch. So, Zündung an. Rein da. Okay. Boah. Ja, von unten sieht man auf jeden Fall Lego. Und hier ist auch eine kleine Kiste. Was ist denn da drin? Weinender Obsidian. So, Leute, das war's mit dem Video. 24 Stunden in Minecraft-Freunde-Lego-Welt verbringen. Like das Video, wenn ihr auch wollt, dass ein Lego-Set rauskommt von der originalen Minecraft-Freunde-Welt. Das wäre krass. Und Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten werdet ihr angeklagt. Tschüssi! Hello.